Moin Leute, heute bin ich mal wieder zurück, allerdings nicht mit einem Bildguide, zumindest nicht im klassischen Sinne, denn wir gucken uns heute eigentlich eine Waffe an, die sehr beliebt ist bei Speedrunnern und Challenge-Runnern, vor allen Dingen Leuten, die halt Level 1 Challenge-Runs machen. Und damit können sie das Ganze nämlich ohne große Probleme bestehen und ich rede heute über den Serpent Hunter oder auch Schlangenjäger, das ist die Waffe, die wir brauchen, um Rykard im Altersplateau im Vulcan Manor platt zu machen. Denn die Kriegsasche ist sowas ähnliches wie bei Dark Souls 3. Es ist im Prinzip eine Gimmick-Waffe, denn sie hat null nötige Attribute auf alles, was natürlich für einen Level 1 Run sehr gut ist, hat aber ein Stärke-Scaling von A, was das Ganze sehr, sehr gut macht. Wie gesagt, die Kriegsasche ist ein Gimmick, kann man nur in dem einen Bosskampf verwenden, ist da aber auch sehr stark. Dementsprechend haben wir es hier mit einer Waffe zu tun, die außerhalb des Bosskampfes ja im Prinzip nur eine normale Waffe ist, ohne Kriegsasche. Was in dem momentanen Elden Ring Meta natürlich erstmal ungewöhnlich ist. Aber trotzdem sollte man der Waffe ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, was ja zumindest auch die Speedrunner und Challenge Runner tun, aber ich wollte euch das Ganze auch mal zeigen. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann heute mal an, wie wir den Schlangenjäger optimal einsetzen, um das meiste wirklich aus dem Ding rauszuholen und um damit auch im ersten Spieldurchlauf als auch im ersten New Game Plus damit die Bosse effektiv kaputt zu machen. Und wie gesagt, den Schlangenjäger bekommt ihr direkt bei Rykard, wenn ihr im Volcano Manor seid. Dementsprechend muss ich euch da gar nichts groß zeigen. Weiterhin haben wir einen ganz normalen, stinknormalen Dolch, der mit der Kriegsasche Goldener Schwur belegt ist. Die erhöht nämlich unsere Angriffskraft. Und die Ash of War bekommen wir ganz am Anfang im Spiel. Genauer gesagt hier oben. Da wird nämlich ein Ritter rumrennen auf einem Pferd, den müssen wir platt machen, so. Und wenn wir das geschafft haben, dann lässt er die Kriegsasche fallen. Wie gesagt, genau hier wird er rumhängen. Und dann haben wir auch schon die Kriegsasche, die packen wir auf einen ganz simplen Dolch, nichts Besonderes. Denn wir brauchen im Prinzip einfach nur den Buff. Und so müssen wir halt unseren Glauben nicht besonders skillen und haben trotzdem den goldenen Schwur. Ja. Weiterhin habe ich ein Siegel dabei, ebenfalls ein ganz stinknormales von der Fingerleserin, also von den Händlern hier. Und was wir damit benutzen, ist im Prinzip auch ganz simpel, nämlich, einen Moment, wir benutzen damit Flamme gibt mir Kraft. Flamme gibt mir Kraft erhöht ebenfalls unseren körperlichen und Feuerschaden. Und Flamme gibt mir Kraft bekommen wir in Kellet. Genauer gesagt An der Festung, da unten, genau. Nordseite der Festung Gale. Da müssen wir mal hin. So, hier angekommen, setzen wir uns auf unser Pferdchen. Wir reiten geschwind durch den Wind. Haben wir hier drüber. Nichts hält uns auf, genau. Einmal hier rüber, zack. Dann werden wir auch von den Fallen nicht erwischt. So, dann geht's einmal nach links, einmal nach rechts, wieder einmal nach links, auf das Bäumelein, reiten ganz stinknormal weiter und hier hinter den beiden ist eine Leiche und da liegt dann auch schon die Incantation. Einen Talisman können wir auch bereits hier holen, nämlich den Sternengucker-Talisman heißt er, glaube ich. Da reite ich nochmal einmal um die Festung rum. Wieder zu dieser Treppe. So. Ja. Der kann ruhig tröten. Kein Problem. So. Dann müssen wir hier oben die Leiter einmal hoch. So, hier oben angekommen, einmal über diesen Balken. Zack, zack, zack. So. Die drei machen wir platt.
gehen einmal hier hoch. Hier warten auch noch ein paar Gegner auf uns. Nichts Dramatisches. Oder auch nicht. Nur der Kollege. Naja. Zack. Ah, da lässt direkt sein Schild fallen. Sehr gut. Hier in dieser Truhe finden wir nämlich das Erbe der Sternengeißel. So. Der erhöht unsere Stärke. Wie schon gesagt, unsere Waffe skaliert hauptsächlich mit Stärke. Dementsprechend gehen wir auch komplett auf Stärke. Das resultiert nämlich in einem ordentlichen Schadenswert. Und ich habe euch den Talisman erstmal nur gezeigt, weil der hier auch direkt liegt. Kommen wir jetzt aber erstmal zur Rüstung. Die Rüstung bekommt ihr tatsächlich auch während der Volcano Manor Quest. Das ist nämlich der erste Typen, den ihr im Prinzip platt machen müsst für das Haus Volcano. Und das müsste, einen Moment, ich gehe mal auf die Karte. Der Herr müsste sich hier dann aufhalten, wenn ihr die Quest bekommt. Genau. Und wenn ihr den besiegt habt, dann bekommt ihr die Rüstung. Die ist echt richtig brauchbar, hätte ich nicht gedacht. Ich habe die einfach nur angezogen, weil ich Probleme mit dem Ausrüstungsgewicht hatte. Aber die hat ein richtig gutes Gleichgewicht, richtig gute Resistenzen und wiegt halt nicht so viel. Dementsprechend habe ich mich für die entschieden. Ihr könnt aber im Prinzip jede andere Rüstung nehmen. Das ist relativ egal. So, den zweiten Talisman, den wir uns angucken, ist Radagons Wundsiegel. Den bekommen wir ebenfalls in Kellet, genauer gesagt bei der Festung Ferreth. So, hier angekommen, müssen wir wieder einmal durch die Festung rennen. Einige werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ne? Gibt ja Kapitelmarken, dann könnt ihr skippen. So, dann rennen wir mal durch. Ist ja nicht gerade mein Lieblingsgebiet hier im Spiel. Mit den ganzen Flair-Mäusen und dem ganzen Gift bin ich nicht so ein Fan von. Aber das macht ja nichts, wir wollen ja nur den Talisman. So, hier einmal drehen. Zack, zack. Das zweite Loch da hinten, da springen wir rein. Zack. Da kommt hier links eine Ratte, Vorsicht. Die machen wir mal platt. Spring hier rüber. Ignorieren die Gegner, die hier kommen. Und hier unten liegt der Talisman. Stirbratte. Zack. So. Den nächsten Talisman, den wir uns angucken werden, ist der Axt-Talisman. Der verbessert nämlich aufgeladene Angriffe. Wenn ich mich wieder porten kann. So, den Axt-Talisman bekommen wir hier. Das ist der Platz, an dem wir Blight zum ersten Mal treffen. Genauer gesagt hier. An dieser Ruine. Ah, ich zoome nochmal raus. Nochmal rein. So. Der Talisman wird von einem Bären bewacht, den könnt ihr platt machen oder auch drum rumrennen. Ich habe den mal eben platt gemacht. So, dann geht ihr einfach hier runter. Und hier unten in der Kiste ist der Axt-Talisman. Wie gesagt, der verstärkt unsere aufgeladenen Angriffe. Und das ist auch unser Primärziel, dass wir versuchen immer den schweren Angriff aufzuladen und rauszuballern. Der macht nämlich am meisten Schaden. Der kann je nach Gegner bis zu 2300 Schaden machen, wenn wir gebufft sind. Und das ist natürlich enorm. Ne? Das ist mehr als viele Kriegsaschen machen. Der nächste Talisman, den wir uns angucken werden, ist die Gunst. Upsala. Die Gunst des Erdenbaums plus 2. Erhöht ebenfalls unsere Attribute. Ihr könnt aber im Prinzip den Slot auch ersetzen durch irgendwas anderes. Ja, könnt ihr zum Beispiel den Großschild-Talisman nehmen, den ich noch nicht habe. Der erhöht dann eure körperlichen Resistenzen oder auch den Clown-Talisman. Auch sehr gut. Dann macht ihr mehr Schaden mit Sprungangriffen. Da ist eurer Kreativität eigentlich keine Grenze gesetzt. Allerdings habe ich mich halt für die Gunst des Erdenbaums entschieden und den bekommen wir, wenn wir im verbotenen Land erstmal anfangen, also hier. So, dann müsst ihr aber, bevor ihr den quasi einsammeln könnt, einmal dafür sorgen, dass die Hauptstadt in Schutt und Asche liegt. Also im Prinzip, nachdem ihr dann die Blackblade besiegt habt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie heißt sie jetzt nochmal. Der Dude, der Endboss in Farum Azula. Ihr wisst, was ich meine. Der Priester Gurang, der verwandelt sich ja in das Blackblade.
Und ja, dann müsst ihr im Prinzip einfach wieder dem Weg hier folgen. Und dann kommt ihr auch schon zum Talisman. Auf geht's mit der Geschwindigkeit. So, wenn ihr unten angekommen seid, müsst ihr erstmal die Treppe hier runter und dann da hinten an der Wand entlang. So lange, bis ihr an diesem Punkt angekommen seid. Da wird ein Item liegen und das ist die Gunst des Erdenbaums plus 2. Kommen wir zur Flasche der wundersamen Arznei. Da habe ich jetzt erstmal die Bubble-Träne drin, die also so einen kleinen Schutzschild um uns herum macht für einen Treffer. Und die Stärketräne, die erhöht halt unsere Stärke, wie der Name schon sagt, um ein paar Punkte. Und damit machen wir dann natürlich auch mehr Schaden. Als nächstes habe ich dann hier als meine Geisterasche die Imitatorentränenasche. Ist, denke ich, auch relativ klar. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Werten. So, wie ihr seht, bin ich gerade Level 125. Ich habe auf Kraft, also auf das Leben, 50 Punkte. Ist, denke ich, klar, wir sind Nahkämpfer, wir brauchen Leben. Dann auf Geist 13 Punkte, also quasi nichts investiert. Bei Kondition habe ich 25, damit wir halt auch ein bisschen dodgen können. Auf Stärke habe ich hier jetzt 71 Punkte, weil ich meine gelesen zu haben, dass der Schlangentöter bis Stärke 99 tatsächlich skaliert, was ungewöhnlich ist. Normalerweise hören die Waffen ab Stufe 80 auf, wirklich signifikant zu skalieren. Dann haben wir Geschick 12. Genauso geblieben wie vorher. Weisheit auch. Glaube habe ich ein bisschen gelevelt für Flamme gibt mir Kraft. Und Arkanenergie auf 9. Jawohl, damit kommen wir auf LP 1704, FP 88, Ausdauer 121 und Ausrüstungsgewicht 72. Das resultiert dann in einem Schaden, ungebufft, mit der Waffe 686, wenn ich das hier richtig auf dem kleinen Bildschirm sehe. Und das ist schon nicht schlecht. Dafür, dass die Waffe halt überhaupt keine Anforderungen hat. Man kann sie direkt von Level 1 an theoretischerweise tragen. Ja, und sie hat keine Kriegsasche. Ist das der stärkste Schaden für eine Waffe, den wir jemals gesehen haben? Nö. Aber, wie gesagt, im Kampf kann sich die Waffe bewähren. Sie ist definitiv ein sehr interessantes Stück, wenn man wirklich das Spiel so schnell wie möglich durchspielen will, bis zu einem Punkt, um halt dann eben zum Beispiel halt sich verschiedene Builds zu bauen, wie für mich. Oder falls man da wirklich einen Challenge-Run macht, einen Speed-Run, ist das Ding absolute Granate. Und ja, ich verabschiede mich schon einmal von euch. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Gleich im Anschluss gibt es dann noch den Kampf gegen die Gargoyles, gegen das Gargoyle-Duo. Und auch da werdet ihr sehen, selbst mit der physischen Resistenz, die die Gargoyles haben, konnte ich die mit dem Schlangentöter sehr, sehr easy zerlegen. Also, viel Spaß beim Kampf. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Man sieht bzw. hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.